Die hier gezeigten Fotografien, die sind Teil eines größeren Werkes, ein Werk über Brasilia, was bis heute nicht abgeschlossen ist. Ich mache das seit 2013. Es geht in zwei Fragen nach, wie man die Komplexität einer ganzen Stadt in fotografischer Arbeit erzählen kann, einerseits, und wie man Brasilia, die Utopie Brasilia jenseits dieses Mythos Brasilia erzählen kann. Dem zugrunde liegt ein generelles Raumverständnis von Stadt, ein Raumverständnis, was den städtischen Raum als Rundumraum sieht. Das heißt, auf dem Raum, auf den Ebenen des real gebauten oder gepflanzten Raumes, Raum auf der Ebene der Interaktion zwischen den Menschen und Raum auf der Ebene des gedachten Raumes. Und demnach sind nicht nur gebaute Räume zwischen den Häusern in der Arbeit erfasst, sondern natürlich im gleichen Maße Gefundenes. In dem Fall geht es hier um Samen und Früchte von Bäumen und es geht um Blicke in den Himmel Brasilias, weil die ebenso Teil der Planung, Teil einer Stadt sind, Teil der Räume einer Stadt. Die Bäume wurden gepflanzt, die Bäume wurden geplant, und sie bieten eine Möglichkeit, eine Atmosphäre in einer Stadt, eine inspirierende Atmosphäre einer Stadt zu erzeugen, die es ohne diese bewusste Planung nicht geben würde. Ja, so sind diese Früchte und Samen aus dem Kontext genommen. Ich habe sie als Teil einer Inspiration für mich verstanden, auf verschiedenes Papier gelegt. Es geht dabei um kaputte Früchte, es geht um zerstörte Früchte, um auch diese Fragilität dieser Welt zu zeigen und auch um die Atmosphäre, um den atmosphärischen Raum als solchen zu begreifen.